Whiskey Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Heute bin ich in Irland. Heute habe ich was von Teeling. Das ist ein Distillery Exclusive. Das ist ein Single Cask. Das ist 14 Jahre alt und das bekam ein Finish in eine Amborane-Fass. Amborane kennst du nicht? Well, naja, ich auch nicht. Denn das ist ein brasilianisches Hartholz. Nun, in Schottland muss es Eiche sein. Und dort in Irland hat man ein bisschen mehr Freiheit, verschiedene andere Dinge nicht nur auszuprobieren, sondern tatsächlich auch zu nehmen. Und das ist The Wonders of Wood. Und das ist die erste Abfüllung davon. So, irgendwie hat dann hier der Master Distiller und der Master Blender, das ist der Alex Kaschko, zusammen, ich glaube, das war die Aviators Club, war das sogar, hat verschiedene Sachen mitgebracht von verschiedenen Holzarten und das haben sie am besten gefunden. Ah, echt cool. Und dann hat er es abgefüllt, extra für Weihnachten war, da war einige weihnachtliche Geschmacksnoten zu erkennen. Für die Amerikaner oder für die Menschen, die schon einmal das hatten, da sollte Carrot Cake da drin sein. Also, wer weiß, 2006 destilliert. In Dublin war nichts, das heißt bei Gully. Und dann bekam es ein Finish. Ich habe nirgendwo bekommen, wie lange. Ich glaube, einige Monate. Nicht Jahre. Das war Fassnummer 33297. Da gab es 282 Flaschen davon weltweit. Eine habe ich hier. Gab es immer noch Ende, Mitte Dezember war da immer noch ein paar von diesen Flaschen denn da. 125 Euro. Das Interessante, ich habe keinen Versand bezahlen müssen dafür. Das war echt cool. Ich habe tatsächlich die 125 Euro bezahlt. Er hat 56,9% Umdrehungen. Und das ist Whisky Base 170452. 170452. Jo, also Teeling, 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 Irish Whiskey, bla bla bla. Nichts Neues auf der Rückseite, allerdings dieses World, wie heißt das denn hier, habe ich gerade geschrieben. Wonders of Wood, WOW, World of Warcraft, kenne ich das, WoW. Und das mit den 56,9% ist schon eine Hausnummer unter 14 Jahren. Und auch die 125 Euro dafür ist auch nicht ganz ohne. Auf der Nase. Scheibenkleister, ich habe Carrot Cake. Ah, meine Mama und meine Schwester haben damals Carrot Cake gemacht. Das ist eine. Oh, ich musste Rezept hier raussuchen für Carrot Cake. Einen Moment. Ja, ein paar von euch kennen vielleicht Carrot Cakes denn dort vom Starbucks. Gibt es in Deutschland auch. Ganz normale Mehl, man muss natürlich auch braunen Zucker benutzen, Öl. Und dann hat man die griechische Joghurt, den man reinmixt, Eier, Salz, Natron, Zimt, ja, ganz wichtig, Vanilleschoten. Und dann kommt 200 Gramm, 250 Gramm dann da geriebene Karotten und dann kommt auch eine gehackte Walnuss rein. Also gerade eben diese Mischung davon ist das, was man hier interessanterweise bekommt, oder ich. Echt, gerade eben diesen Zimtnote hinten raus. Interessant, interessant. Also gerade wie du gemerkt hast, also die 56,9 haben hier gar nicht gestört. Das ist eine schöne Sache. Also ich habe nie Erfahrung bisher gemacht mit irgendwie die Amborane am Fass. Es wird für eine ganz bestimmte Zucker, Spirituose denn dort in Südamerika ab und zu mal benutzt. Und das Problem, was wir haben denn da bei diesen anderen Holzarten, ist, dass was man bei Weißeiche hat, ist, dass tatsächlich der Flüssigkeit bleibt drin, allerdings Luft und so weiter kann hin und her. Und manche sind so dicht, also der Dichtigkeit ist so hoch, dass noch nicht mal Luft oder auch Dampf da hin und her gehen kann. Das heißt, diese Fässer werden arg inaktiv sein. Und das Gleiche gilt auch für Ahorn. Also Jack Daniels Number 27 war ein Zuckerahorn und so weiter. Und die Fässer haben nicht viel Luftaustausch erlaubt, weil sie halt eben so dicht waren vom Holz her. Okay, Zimt, Carrot Cake. Man könnte glauben, in Richtung tropische Früchte zu gehen, ein bisschen Mangoartig. Interessant, merkwürdig, cool gemacht. Also Master Distiller Alex, ich werde ihn irgendwann mal kontaktieren. Der Mann hat Ahnung, kommt aus Amerika. Westküste, ich bin Ostküste, macht nichts. Okay, probieren wir mal, schmecken wir mal.
Okay, die 56,9% haben sich gemeldet. Am Anfang, nice, und dann, oh, Alkohol, ah. Und jetzt warte ich, bis das ein bisschen abkühlt in meinen Mund. Schauen wir mal, was für ein Finish übrig bleibt. Nase ist das absolut Beste, was es hier ist. Ja, ein kleines bisschen Nelken, ein kleines bisschen Zimt, ein bisschen Vanille. Auch im Geschmack habe ich ein bisschen diese Carrot Cake. Zimt-Nelken-Kombo habe ich hier. Also ich denke an diese Feta-Kern, den Tom da abgefüllt hatte, der ein bisschen auch wie diese Franzbrötchen geschmeckt hatte. Und in diese Richtung geht diese Whisky hier eindeutig. Gut, Wasser. Schauen wir mal. Wir sind bei, wie ich sagte, hier 56,9. Versuch mal einfach mal auf die 50, 48 zu kommen, zu schauen, was da passiert. Verliert was, er wird tropischer, er wird fruchtiger, aber da seine Zimtmomente gehen weg. Jemand hat gesagt, ich weiß nicht mal, wem das war, bei wem das war, die haben so ein Living Bottle gehabt, also tatsächlich, wo sie immer etwas abgefüllt haben. Stimmt, ich war bei einer Charity-Tasting dabei, auch mit Sebastian Büsing und mit naja, Sebastian, der andere Sebastian Pütter. Und jemand hat gesagt, ja, ich habe ein Infinity Bottle und jedes Mal tue ich einfach zwei CL von allem rein. Und diesen Zimtgeschmack hat er nicht rausgekriegt, nachdem er das so ein fetter Kern da reingetan hat. Er ist das ganze Zeug verseucht und es war überall zimtig. Genau wie Torf das machen kann. Sternfrucht, ein bisschen Mango, Zimt, Nelken, Holz. Zucker, Puderzucker. Das ist ein Single Malt, also kein Blended Whisky, kein Grain dazu getan. Wow, hinten raus. Oh wow. Eine schöne, schöne Note kriegt er hier. Diese Walnuss, ein kleines bisschen habe ich. Dieses Zimt, diese Nelken. Sehr weihnachtlich. Wow. Okay, also ich werde noch ein kleines bisschen hier noch tiefer reingehen. Und ich werde das nochmal hier mit runter verdünnen auf meine 25, 30%. Schauen wir mal, was denn da passiert noch. Und dann werden wir unsere abschließende Beurteilung hier geben. Ups, das war hier. Ich bin bei 2 Minus, ehrlich gesagt. Also der Alkohol war zwar hart, aber das werde ich ihm verzeihen durch seine Geschmacksvielfalt und seine Geschmacks Andersartigkeit, der positiv in dem Moment ist. Okay, er wird langsam eher ein grasiger. Jetzt habe ich eher in Richtung einer Zitronenschale. Jetzt habe ich Malz, leichte Holznoten. Oh, ey, schön. Also ein bisschen Melone. Jetzt habe ich diese Karotte. Carrot Cake, jetzt habe ich diese Walnuss, jetzt habe ich ein Zimt, ein bisschen Nelken. Wow. Also hinten heraus, also riecht schön. Es schmeckt, naja, es schmeckt gut, aber nicht schlecht. Und aber hinten heraus gibt es eine Explosion an andersartigen Geschmacksrichtungen, die ich sonst nicht bei Irish Whiskey jemals hatte. Also von daher kriegt er von mir eindeutig ein 2-. Wow, nun preislich 125 € ist schon ein Hausnummer, Leute. Ja, das ist ein Single Cask. Ja, das sind 282 Flaschen weltweit. Also 125 € in der heutigen Welt ist nicht so viel. Allerdings, ich werde denen einfach mal eine 3- geben für Preis-Leistung. Eigentlich so 4 plus. 4 plus plus, 3 minus minus.
125 ist viel Geld auszugeben für eine Flasche, aber diese Flasche ist schon besonders. Diese Flasche ist schon einzigartig mit 282 anderen. Diese Flasche ist schon special. Ja. Ich bin happy. Ich bin echt richtig. Auch lange anhalten, der Zimt bleibt, alles ist gut. Ich habe das Gefühl, ich hätte eine Weihnachtsbäckerei nicht im Mund gehabt, aber irgendwie ein paar Kekse davon. Also eine richtig saubere, gut gemachte Sache. Und nichts von dem alten Holz, was ich so häufig vom Kulima hatte, in dem es einfach mal ein altes, dämliches Fass war. Und die versuchen das zu überdecken mit irgendeinem Finish. In diesem Fall habe ich das Gefühl, die haben gutes Ausgangsmaterial genommen, das in ein exotisches, teures wahrscheinlich Fass reingesteckt und dann das ihr an uns verkauft. Wow, gut. Ich merke einfach, ich bin happy. So, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Was für außergewöhnliche Fässern habt ihr gehabt vom Holzarten? Also in Irland habe ich schon mal gehabt bisher Kastanien, Kirschholz. Was war das noch hier? Kirschholz, Kastanien. Hier habe ich den Amborana und da hatte ich auch noch ein paar andere Sachen gehabt, die merkwürdig, aber okay waren, ein bisschen zu schlecht waren. Das hier finde ich gut. Also, und falls du noch nicht was aus Irland hattest, die Frage des Tages ist, würdet ihr gerne mehr Holzarten haben in schottischer Whisky oder seid ihr absolut hundertprozentig zufrieden mit dem Eichenverbot oder besser gesagt, den Eichengrenze? Es muss Eichenholz sein, damit man das überhaupt denn in Schottland nehmen darf. Das wäre eine interessante Diskussion. Gut, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Bitte liken, abonnieren, teilen meine WhatsApp-Flaschenteilen-Gruppe. Das versuche ich immer zuerst zu nennen, denn dort wurde die Flasche schon geteilt. Auch unter meine Superfans, das sind die Leute, die eine Stunde Vorsprung bekommen, weil sie mir tatsächlich 1 € im Monat mindestens spenden und dann kriegen sie diesen Vorrecht. Da sind mittlerweile 80 Personen zusammengekommen, das ist schon krass. Und ja, das gibt einfach mal immer wieder die Möglichkeit, hier mich zu sehen um 17:30 Uhr für ein neues Tasting und 21 Uhr am Sonntags mit einem Gast für den wöchentlichen Livestream. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Liken, abonnieren, nicht vergessen, auf diese Glocke zu hauen. Dann werdet ihr immer wieder informiert. Bis dahin, Whiskey Jason. Ciao.